In diesen Katechesen zum Stundengebet, in denen es jetzt zunächst einmal um Psalmen geht, nicht irgendwelche Psalmen, sondern Psalmen, die häufig vorkommen und die regelmäßig vorkommen und die innerhalb des Ablaufs der Liturgie nach alter Tradition, zumindest in der lateinischen Kirche, in diesem Fall einen festen Platz haben und eine ganz bestimmte Bedeutung. Einem solchen Psalm gehen wir ja also jetzt seit in der dritten Katechese nach, Psalm 110 oder nach der lateinischen Zählung 109. Auch deshalb gehen wir einem solchen Psalm nach, weil die sogenannte moderne Exegese, ich weiß gar nicht, ob man diesen Begriff brauchen soll, das ist ein bisschen auch zu sehr generalisierend, es gibt ja auch in der Exegese immer solche und solche. Aber wenn wir einen klassischen Psalmenkommentar aufschlagen, einen neueren Datums, also einen exegetischen Kommentar, wie den großen etwa in der Herder-Reihe jetzt. Da erwartet man ja im Grunde genommen doch auch eine verlässliche Auskunft über den Psalm, etwa über 110 oder wir haben uns ja schon in der Quatragesima mit Psalm 51 beschäftigt. Man bekommt natürlich eine Auskunft über den Psalm, aber sehr eindimensional. Das heißt, ich bekomme historische Informationen, ich bekomme wahrscheinlich alle Textinformationen, die zur Verfügung stehen. Aber der gesamte, wenn ich einen Vergleich aus der Musik wählen soll, der ganze Resonanzraum bleibt außen vor. Es hat ja durchaus Kommentare in etwa im Neuen Testament gegeben, in der evangelisch-katholischen Reihe, wo man sehr bewusst gesagt hat, wir müssen wie immer nach der Auslegung ein eigenes Kapitel über die Wirkungsgeschichte anfügen, die ein solcher Text entfaltet hat, in etwa in beiden Konfessionen. Das ist eine sehr gute Unternehmung gewesen, aber leider suchen wir das in diesen Kommentaren bei den Psalmen vergeblich. Das ist so ähnlich, wie wenn ich eine Klavierseite beschreibe. Da kann ich auch sagen, welches Material, welcher Stahl, wie der gewickelt ist, wie das befestigt ist, bis ins Detail. Aber am Ende weiß ich, was über die Klavierseite, weiß ich, wozu die fähig ist, welche Töne die erzeugen kann, welche Resonanzen entstehen. Nein, ich weiß es nicht. So ähnlich ist das auch hier mit dieser Auslegung. Deshalb schauen wir bewusst in die Geschichte dieser Psalmen und die Geschichte der Auslegung. Und das heißt vor allen Dingen immer auch bei den Psalmen die Auslegung der Väter, die heute noch einmal natürlich zu Wort kommen zu einzelnen Punkten, damit wir verstehen, warum zum Beispiel der Psalm 110 sonntags in der Vesper eigentlich der zentrale Psalm ist. Sonntags vor allen Dingen und an den Herrenfesten. Kommt er immer in der Vesper vor? Wie kommt das dazu? Wir sagen dann, ja gut, das ist ja ein messianischer Psalm. Gut, damit haben wir zwar etwas beschrieben, aber ob wir verstehen, was damit gemeint ist, ist nochmal eine andere Frage. Wir können sagen, dieser Psalm wird in der Apostelgeschichte, wird im Neuen Testament, im Hebräerbrief zitiert. Okay, er scheint wichtig zu sein, aber warum? Ich hoffe, dass wir das nach dieser Katechese noch einmal ein wenig besser verstehen können, weil die Liturgie der Kirche, das ist ja unsere Hintergrundfrage in diesen Katechesen, wie bete ich, wie betet die Kirche, wie lerne ich mit der Kirche zu beten und wie lerne ich als Kirche zu beten, das ist ja die große Frage, bei der wir uns heute oft alleine gelassen fühlen, weil mit immer neuen Setzungen oder wenn die Kirche selber, was ich nun wirklich für schändlich halte, etwa aus unserem Psalm in der Vesper, in der offiziellen Ausgabe der Liturgia Horarum, einen ganzen Vers streicht, obwohl man den seit 2000 betet, dann ist das immer sehr verräterisch. Das hat die Kirche eigentlich nie getan. Sie hat sich mit manchen, und das geht uns ja heute auch so, wir tun uns auch mit manchen Versen schwer, ohne dass wir die gleich eliminieren. Weil wir sagen, ach, das kann man den Priestern dann doch nicht mehr zumuten. Hat man das noch sehr im Blick, dass das die Priester sind, die das beten. Heute sagen wir es einmal neutral, heute sind hoffentlich viele andere noch dazu gekommen, die das Stundengebet beten. Aber denen enthält man diesen Vers vor, gerade in unserem Psalm. Es geht darum, mit der Kirche beten zu lernen.
und auch zu verstehen, warum sie das tut und wie sie das tut. Synkletika Grün, diese schon viel zitierte Nonne aus Herstelle, hat in ihrer Auslegung zu diesem Psalm von einem Siegesmal, also einem Art Denkmal, gesprochen, in das Gott die Heilstaten unseres Erlösers eingeschrieben hat. Dieser Psalm 110, sagt sie, ist wie ein Siegesmal, in das Gott die Heilstaten unseres Erlösers eingeschrieben hat. Das Beten des Psalmes kann nur darin bestehen, dass wir dieses Denkmal der unendlichen Erbarmungen Gottes aus innerster Ergriffenheit mit unseren Worten wieder aufrichten und in persönlich empfundenem Dank und Lobpreis Gott zurückschenken. Das hatten wir vor längerer Zeit schon einmal gesehen, dass das die Besonderheit der Psalmen ist, dass wir nicht nur sagen, wir hören das Wort Gottes, wie wir das in den Lesungen tun, wie das auch die frühen Mönche mit den Psalmen getan haben, die die Psalmen als Lesungen hören und darauf dann herumkauen, während sie ihre Matten flechten, und es dann das Meditari und es dann in einem Gebet Gott zurückgeben. Die Eigenart der Psalmen ist, dass die Psalmen Wort Gottes sind, aber uns zugleich in ihnen die Antwort geschenkt wird, mit denen wir Gott sozusagen Bitte, Klage, Lobpreis, Dank zurückgeben. Das ist die große Offerte Gottes, die in den Psalmen geschieht. Und wir haben beim letzten Mal schon gesehen, dass gerade dieser Psalm sich ein wenig, wie sollen wir sagen, das ist jetzt kein Psalm, den ein Einzelner spricht oder den ich jetzt zu meinem sehr gefühlsbetonten eigenen Gebet machen könnte. Diesen Zugriff, auch einem subjektiven oder sagen wir subjektivistischen Zugriff, entzieht sich dieser Psalm. Und dennoch ist er deshalb so wichtig, weil ihn nach dem Zeugnis des Neuen Testamentes Christus ganz für sich selber in Anspruch genommen hat. Es gibt diese Auseinandersetzung, die wir bei den Synoptikern lesen können, also in Matthäus 22 etwa oder im Markus-Evangelium, wo es um die Auseinandersetzung geht, wer ist denn dieser Jesus überhaupt und was hat er für einen Anspruch? Und wie geht das? Und Jesus antwortet mit diesem Psalm und sagt, wie kann das denn sein, dass der Messias größer ist als David? Denn es heißt doch, der Messias ist ein Nachkomme Davids, ein Spross Davids, ein Sohn Davids. Singen wir in unseren Kirchenliedern, das sind auch Texte der Liturgie, der Messias ist der Sohn Davids und dennoch spricht David im Heiligen Geist den Messias als seinen Herrn an. Da würden wir ja gleich sagen, vor der Logik hat das gar nicht bestand, das passt ja hinten und vorne nicht zusammen. Wie geht es denn? Wie kann, so fragt Christus, David ihn im Heiligen Geist seinen Herrn nennen, da er doch eigentlich sein Sohn ist? Denn David hat ja gesagt, es sprach der Herr zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Christus nimmt diesen Psalm für sich in Anspruch, deutet seine eigene Existenz mit diesem Psalm. Dadurch hat er schon einen großen Stellenwert. Aber wir wollen sozusagen von hinten her, ähnlich wie die Kirchenväter das getan haben, diesen Psalm aufrollen. Dieser Psalm ist im Grunde genommen ein Weg, bezeichnet einen Weg, den Weg eines Abstiegs und Wiederaufstiegs. Den Weg des ewigen Logos, des ewigen Sohnes Gottes, der vor aller Zeit beim Vater ist und lebt und immer aus der Zeugung des Vaters hervorgeht und der aber doch sich inkarniert in Jesus von Nazareth. Und indem er diesen von Gott zugemuteten Weg geht, den Weg des menschlichen Fleisches, den Weg der Sünde, die er auf sich nimmt, beginnt dieser Weg als Wiederaufstieg. Wir haben das schon einmal gesehen, auch beim Psalm, man könnte sagen, das ist wie eine Klammer auch zu dem anderen großen Wiederholungspsalm, den wir in der Liturgie haben, 95, der ja auch
zunächst die Entfernung, die den Ursprung in Gott markiert, die Entfernung des Menschen, dass er nicht hört, dass er vor Gott wegläuft, dass er sich versteckt und permanent in die Katastrophe rennt. Und dass es genau im Erlösungsweg Christi beschlossen ist, dass er die Menschen heimführt. Er, der im Schoß des Vaters ruht, will genau dorthin, wo die wahre Heimat des Menschen ist. Er will sie dorthin mitnehmen. Er geht ja nicht für sich allein, sondern er kommt um unseretwegen. Deshalb macht er sich uns zum Bruder im menschlichen Fleisch. Und Athanasius, der große Kirchenlehrer, macht das eigentlich sehr deutlich. Ich hoffe, ich finde das jetzt, das Zitat, was ich meine. Er spricht davon, dass eben der Logos der Herr ist, aber im Fleisch ist Jesus der Sohn. Und er versucht so, den Widerspruch aufzulösen, ein scheinbarer Widerspruch, der hier in diesem Psalm vorkommt. Ein Abstieg und ein Wiederaufstieg. Es ist der große Weg, den der Spross Davids in sein priesterliches Opfer und sein Königtum hineingeschritten ist. Dieser Weg wird uns sichtbar im Psalm 110. Ich habe eben schon angedeutet, dass die Väter im Grunde genommen den Weg von hinten beginnen in der Auslegung dieses Psalms. Das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig. Mit diesem Vers, der übrigens auch im Hebräischen fast nicht aufzuklären ist oder richtig zu übersetzen ist, wo schon der spätere Kardinal Faulhaber, der eine Studie zu diesem Vesperpsalm vorgelegt hat, gesagt, der hebräische Text ist eigentlich so unklar, dass man ganz gut daran tut, der lateinischen Version zu folgen, weil die ist am deutlichsten. Und in dieser Übersetzung ist natürlich immer auch in einer Weise Festlegung, ist man da in guter Gesellschaft. Der trinkt aus dem Bach am Weg, so kann er neu das Haupt erheben. Das ist der letzte Vers des Psalms. Was ist dieses Trinken aus dem Bach am Weg, von dem die Väter hier sprechen und von dem sie ausgehen, um überhaupt diesen Psalm zu verstehen, das heißt, um Christus zu verstehen, um diesen Weg zu verstehen, von dem in diesem Psalm die Rede ist. Er trinkt aus dem Bach am Weg. Das Wasser ist für die Väter der Ansatzpunkt, darüber nachzudenken, was bedeutet das. Und es führt sie direkt zur Passion, wenn sie nach der Bedeutung des Wassers fragen. Was ist das für ein Gewässer, aus dem Christus da zu trinken hat, aus dem der Messias trinken muss, um sein Haupt neu zu erheben? Er wird geschickt auf die Erde, um aus den Unheilswassern der Erde zu trinken, die allenthalben von der Sünde bedeckt, die ganze Schöpfung umfangen und aus ihr plötzlich entspringen, weil es die Sünde in der Welt gibt. Überall Quellen von Sünde. Und so steigt eigentlich eine neue Flut an. Nicht wenige Texte der Schrift, die mögen wir heute auch nicht mehr besonders, sprechen vom Zorn Gottes. Übrigens spricht auch Paulus vom Zorn Gottes im Römerbrief etwa. Es sind die Wasser auch des Zornes Gottes, die höher und höher steigen und die auch über die Menschen hinweggehen und die drohen, die Menschen ganz in den Abgrund zu reißen. So, sagen die Väter, wurde Christus gesandt, die Unheilsquelle zu schließen und die böse Flut abzuwenden. Bekleidet mit dem Fleische Davids, beginnt er nun sein priesterliches Werk. Er trägt die ganze Last und Schuld der Weltsünde, er schreitet mitten in sie hinein, in das wogende Meer des göttlichen Strafgerichtes, als dessen Mitte das Kreuz aufragt. Christus ließ sich an das Holz des Todes annageln, an ihm ausspannen und zur Schau stellen,
als der alleinige Sühner all unserer Sünde, als der einzige Mittler, der die Brücke zum Vater schlagen konnte. Um dieses Zieles willen zieht er die Strafflut auf sich. Und mit einem anderen Psalm, so sagen die Väter, wird Christus gerufen haben angesichts dieser Wucht der Flut, die ihn da anbrandet: Gott, rette mich, die Wasser gehen mir bis an die Kehle, bis ans Leben. Ich stecke in tiefem Schlamm, kein fester Grund ist da. Ich sinke hinab in die Meerestiefen, die Flut verschlingt mich. Und dennoch, gerade im Aufblick zum Vater, hält er den also Flehenden. Aus priesterlichem Mitleid mit uns ließ Christus, so sagt Synkletiker Grün, aus priesterlichem Mitleid mit uns ließ Christus im Gehorsam gegen den Heilsplan des Vaters die Wasser der Kreuzespassion über sich hinfluten. Sie töteten durch die Gewalt seiner Liebeskraft die angenommene Sünde und rissen, als er sterbend sein Haupt neigte, das ganze Unheil der Menschheitsschuld mit sich fort, hinab in den Abgrund der Barmherzigkeit Gottes. Das meint Trinken aus dem Bach des Herrn, aus dem Bach Jahwes, untertauchen in den Todeswassern des göttlichen Zorns. Das Versöhnungsopfer, das hier dargebracht wird, wie das Trankopfer im Tempel. Der nächste Punkt, von dem aus dann deutlich wird, wie, was Christus ja selber sagt im Evangelium: Es spricht der Herr zu meinem Herrn. Da gibt es also einen Namen, zweimal Herr. Dieses Herr ist die alte Umschreibung des Gottesnamens, den man nicht nur, auch als Christ, durchaus nicht aussprechen soll, weil er meistens auch mal falsch gelesen wird. Jetzt ist die neue Einheitsübersetzung, die vielleicht am Nikolaustag ja in unseren Händen sein wird. Die hat das Tetragramm, die vier Buchstaben, getilgt und immer ersetzt, sodass sie nicht mehr vorkommen. Man beschreibt das als große Rücksicht auf das Judentum, was es sicher auch ist und was auch recht so ist. Was man allerdings in der Buchvorstellung für mich unverständlich vergessen hat, dass es eine Anweisung Benedikt des 16. gab, nämlich genau dies auch jetzt schon zu tun. Auch wo der Gottesname in den Lektionaren steht, soll man ihn mit Herr umschreiben und mit Rücksicht auf das Judentum nicht tun. Merkwürdigerweise vergisst man sowas immer. Auch das katholische Bibelwerk, man ist da manchmal doch sehr erstaunt. Nun denn, wir haben also hier die Umschreibung Herr, aber wir haben sie zweimal. Sie ist also nicht nur von Gott gesagt, sondern auch vom Messias, der Herr genannt. Und das wird deshalb ganz erstaunlich, weil dieses Adonai, Herr, was uns hier auch im kommenden Advent dann wieder in den letzten Anrufungen Christi begegnet, das ist der Hintergrund dafür, weil es die Umschreibung des Gottesnamens ist, in der Septuaginta im griechischen Alten Testament. Kyrios. Was für uns so selbstverständlich ist, dass wir Christus Kyrios nennen, ist eigentlich, man muss den Atem halten. Gläubige Juden halten den Atem an, weil es ist, Jesus ist Gott. Es ist eine dogmatische Aussage. Für die frühen Christen ist es das kürzeste Glaubensbekenntnis. Sie sind für diesen Kyrios Jesus in den Tod gegangen, etwa der heilige Polycarp. Er weigerte sich durch die Formel Kyrios Kaisar, Christus abzuschwören. Das wäre das andere Glaubensbekenntnis gewesen. Der Kaiser ist Gott. Der Kaiser ist Herr. Kyrios Kaiser. Nein. Kyrios Jesus. Wie das uns fast selbstverständlich ist und wie oft denken wir uns so wenig darüber. Das ist sehr aufgeladen. Wenn man solche Worte anrührt und betet, bekommt man einen Stromschlag. Das sind Energiewellen, die von solchen Worten ausgehen.
die man Gott sei Dank noch nicht exegetisch wegerklären kann. Kyrios ist, das ist das besiegelnde Wort des Vaters, ist der neue Name und die Krone des Jesusnamens. Kyrios, lateinisch Dominus, erscheint in der Septuaginta als der Gottestitel. So haben wir das eben schon erfahren. Wenn Paulus diesen Titel Jesus zuschreibt, so will er damit sagen, der hohe Priester hat jetzt auch seiner Menschheit nach an der göttlichen Wesensherrlichkeit des Vaters, an seiner Königsmacht und Herrschergewalt teil. Er ist durch seinen Opfertod und seine Auferstehung hindurch auch als Mensch, also nicht nur als das ewige Wort, das schon immer beim Vater existiert, auch als Mensch zum Träger und Offenbarer der Herrlichkeit Gottes, zum selbstherrlichen Verwalter und Ausspender der göttlichen Heilsgüter geworden. Kyrios Jesus oder Kyrios Jesus Christus. Dafür sind Märtyrer in den Tod gegangen. Und ich denke auch, wir können durchaus sagen, das ist auch heute wieder ein sehr spannendes in unserem Semi-Arianismus, in dem wir leben, oder Voll-Arianismus, in dem wir unterwegs sind. Wir kommen darauf gleich noch. Darauf gibt der Psalm auch eine Antwort. Wer ist Jesus? Gehen Sie mal in die Schulen, liebe Schwestern und Brüder, und fragen die Kinder und Jugendlichen mal, was sie über Jesus hören. Okay, exegetisch hoffe ich mal, verlässliche Daten. Aber die Religionslehrerinnen und Religionslehrer, die dort stehen, mit bischöflicher Beauftragung, die man bewundern muss, ist heute nicht leicht in der Schule zu stehen, auch in einem solchen Fach doch zu stehen. Die plaudern natürlich oft unreflektiert das nach, was ihre unerleuchteten Professorinnen und Professoren ihnen eingeflüstert haben. Nämlich Plankenarianismus. Jesus ist ein Typ aus Nazareth. Okay, wissen wir nicht ganz genau. Aber es gibt ein paar Anhaltspunkte, dass der möglicherweise gelebt hat. Auf den geht eine gewisse Religion zurück, die sich Christentum nennt. Die ist vergleichbar mit anderen Religionen, dann wird ein Vergleich angestellt. Und dann ist Ende. Also es werden die Thesen aus den 70er Jahren von Willy Marxen verbreitet. Das Grab war nicht leer, ist auch nicht schlimm. Die Auferstehung ist eher so ein innerer, halb psychologischer Schmetterlingsprozess, sodass wir heute noch ein bisschen die Flügel schlagen können. Mehr ist es aber auch nicht. Ich glaube nicht, dass ich ganz falsch liege. Und alle Religionslehrerinnen und Lehrer, denen ich jetzt Unrecht getan habe, die müssen mir verzeihen. Ich bin froh, dass es einige gibt, die es noch anders machen. Aber es ist die Minderheit. Also deshalb gibt es auch kein Verständnis mehr für einen solchen Psalm, für den ganzen Resonanzboden eines solchen Psalms. Deshalb, wenn heute darüber jemand nachdenkt, lasst uns doch jetzt, wenn wir Eucharistie feiern, nicht mehr gefeiert werden können, weil wir keine Priester haben, lasst uns eine Vesper feiern, auf die Idee zu kommen, den Psalm 110 zu nehmen, der immer sonntags an der Vesper steht. Ich glaube nicht, dass man darauf freiwillig käme. Weil wir natürlich alle diese Hilfestellungen und die Brücken, die uns eigentlich automatisch zu diesem Verständnis hinführen und zu diesem Text hinführen, weil wir sagen, natürlich, hier ist das alles zusammengefasst. Die haben wir nicht mehr. Auch in der Kirche haben wir sie nicht mehr.